Willkommen zurück zu Star Wars. Yeah, versuchen wir mal heute irgendwie was zu erreichen. Im letzten Part ging da nicht gerade gut voran. Wir haben nur Mandalore eingenommen und haben Azeri verloren. Was können wir hier bauen? Nichts. In Alderaan können wir auch nichts bauen. Coruscant wird schon fleißig gebaut. Stück da war was. Ich wollte Truppen darüber ziehen und wurde jedes Mal angegriffen. So, Herr Kanzler, gehen Sie nach Coruscant. Da fängt der erste Angriff an. Das ist aber nichts. Mein Alderaan, die habe ich auch schon so gut ausgebaut, dass der Angriff hier wieder einmal fehlschlagen wird. So, alle Kampfläufer nach unten, wenn ich bitten darf. Da haben wir einige Kampfläufer. So, was haben wir denn hier gebaut? Ein Abwehrturm für Infanterie. Okay, das hilft mir. Wir haben hier diesen geilen Gegnerfer, der Kos. Die wollen sich verpissen. Alle müssen sterben. Da kommt her. Super Kampfdrüben, super schwache Drüben. Und was haben wir hier? Wie heißt wieder die? Oh, das. So. Noch mehr super schwache Kampfdrüben. Ist ja wie nichts. So. Meine Flotte ist fertig, ne? Ja. Nehme ich dem hier. Schick den nach. Ja, ich wollte ihn noch Alderaan schicken, um die Flotte dort zu zerstören. Darf ich aber wieder mal nicht. Denn Rotana wird angegriffen. So, einmal runter und einmal runter, bitte. Wir gehen dann rüber, wir können rüber. Die Klone gehen außen hin. Wir müssen auch noch unten. Wir müssen noch den Generator. Ach, das ist das. Was die da haben. Das ist das. Das ist das. Die letzte auch noch killen. Dankeschön. Da kommt so die Verstärkung. So, die kleinen Krabbel. Krabbeldrüben sind ja wie nichts. Jetzt kommen Spinnendrüben und wir haben unseren OTE jetzt da. Spinnendrüben auch nichts mehr wert. Da können sie auch nichts mehr. Und gegen den OTE haben sie keine Chance. Könnt ihr bitte alle angreifen? Nein, ja nicht. War nur so ein Vorschlag. Wenn ihr da so steht und auf ihn auf den OTE guckt. So, da haben wir die Invasion schon mal wieder abgedrängt. Jetzt aber ganz schnell die Flotte nehmen und auf Alderaan schicken. So. Dann. Antar wird angegriffen. Von dem hier. Okay, wir haben Raumschutz so in Stufe 3. Das spiele ich lieben gerne. Ist zwar eine Providence dabei. Aber es könnte sogar in einer machbaren Reichweite sein, wenn ich die genügend Einheiten bzw. gute Einheiten. Den Akklamator geht schon mal gut voran. Mit den Bombern nicht, denn die Bomber bräuchte ich jetzt eigentlich nicht. Mehr oder weniger bräuchte ich mehr Jäger als Bomber. Okay, wir müssen jetzt dann wieder arbeiten. Wir haben einen Bomber, wir haben aber schon ein paar Projekte, sehe ich. Aber wir machen jetzt auch schon die zweite Stufe. Da kommen die ersten schlimmeren Schiffe. Wir bekommen noch mehr Bomber. Okay, dann gehe ich mit dem Bomber auf Bomberjagd. Könnte es auch. Da Bomber nicht so viel aushalten. Sollten sie aber mehr aushalten als ein Jäger. Tun sie aber. Spiel irgendwie. Egal. Zerstörung der
Hangar der drüben Frachter. Das ist erstmal Hauptpriorität. Dass die keinen Hangar mehr haben. Und unser Schiff muss gerepaired werden. So, ich sehe schon. Hier ist die Providence. Okay, da kommt schon mal das etwas härtere Schiff. Sind da irgendwo. Tötet. Ah, Scheiße. Okay, den Schild haben wir leider nicht halten können. Dann versuchen wir aber so viele Verluste wie möglich zuzufügen. Wir kennen die Spiele auch. Da sie jetzt auf unsere Hangar gehen. Und wenn die Hangar weg sind, bekomme ich keine Verstärkung mehr. Heißt Lost. Macht ja nichts. Da ein reiner Raumkampf ist, komme ich dann mit meiner Hauptflotte hin und zerstöre diese Flotte hier. Aber ich glaube, ich werde nicht mal ein Schiff zerstören. So wie ich das hier sehe. Die Hangars sind weg. Kann ich jetzt auch ein bisschen speeden. Wenn die Hangars weg sind. Vielleicht schafft die Dread noch was. Ja, die könnte noch das Schiff hier mitnehmen. Das macht das Sinn. Wir haben ein Schiff zerstört. Wir konnten dann nicht mal das zerstören. GG. Wir haben nicht mal ein Schiff zerstört. Ja. Großartig. Ja, wie gesagt, macht ja nichts, denn wir haben hier unsere Flotte gleich nebenan. Haben wir schon hier einen dritten? Ach, wir haben hier schon einen dritten und der vierte Venator-Kreuzer kommt gleich in meine Armee hinzu. Wird diese Armee schon nützlicher? So, wir haben drei Schiffe. Gesehen dann einmal kurz rauf. Speed runter. Und die Venator-Kreuzer machen den Rest. So, die koreanische Fregatte war nur dazu da, um Bomber zu zerstören. Könnt ihr doch auf den Kreuzer los. Kann schon wieder nicht mehr reden, auf die Kreuze gehen und ich auf den Jäger. Ne, so anscheinend zu viel verlangt, da muss ich mal erstmal den Befehl dazu geben. So, Alderaan ist schon mal wieder safe. Fürs Erste. Wie lange, fragt sich halt. Dann gehe ich gleich nach Antar. Und dann bin ich mal hier. Bau den nächsten, dass die Produktion hier nicht stoppen gerät. Konnte ich nicht irgendwo auch? Bestimmt ja, die sind ja noch am Bauen. So, und jetzt kommt da die Flotte, die gerade eben die Raum zerstört hat. Während jetzt zerstört, warum kommt jetzt meine gesamte Flotte an? Der koreanische Kreuzer zerstört worden anscheinend. Okay. Da muss ich es halt so jetzt machen. Ist halt so. Muss man jetzt damit nehmen. Der Vorteil ist jetzt, dass ich genauso viel Jäger jetzt habe schon mal wie der Gegner. Das heißt, da haben wir jetzt mehr die Oberhand, denn meine Jäger sind stärker als ihre Jäger. Bomber gehen auf die Providence. So, die Seite wird ist auch gleich, da kommen nur die Kreuzer. Der da oben ist schon heftig angeschlagen. Der kann also auch nichts mehr machen. Der erste von ihren Schiffen geht schon flöten. Wir können auch schon den dritten Venator rufen. Das holen wir mal. Da ist wohl, sind wohl auch schon ein paar Schiffe von uns zerstört worden. Konnte ich ja eben nicht rufen. Machen wir uns mal die Super Laser. Den, ja. Da kriegt der auch immer weniger Schiffe. Könnt ihr bitte den Hangar zerstören? Immer auf den Hangar leuchten. Ich sag nicht, ja, peinlich die Leuchten. Los, Hangar zerstören. So. Solange die Venator-Kreuzer leben, ist mir egal, wie viel Verluste ich habe. Venator-Kreuzer müssen überleben. Das ist das Hauptziel dieses Angriffs von mir.
Was macht die eigentlich da oben? Warum chillt ihr da oben, während die da unten ihr Leben aufs Spiel setzen? Providence. Ja, keine Schiebe mehr. Das heißt, wir zerstören jetzt die wichtigsten Batterien, diese Quad-Turbolaser. Denn die machen den Damage. Die machen den Hauptdamage der Providence. Squad sind im Prinzip vierfach Turbolaser vom Squad. Also haben sie den vierfachen Damage einer normalen Turbolaser-Batterie. Und so ist es wichtiger, die Batterie zu zerstören als andere. Da sie auch mehr Damage machen. Und vielleicht auch den Hangar, wenn man Zeit hat. Den anderen Hangar. So, ich baue mir das systematisch kaputt. Irgendwie haben meine Schiffe gerade keinen Befehl. Die wollen nicht mehr arbeiten. Die wollen nicht mehr arbeiten. Schilde aktivieren, damit die Korrekt überleben. Ah, da bräuchte man zwei, um den zu zerstören. Können wir den zerstören? Können die Providence jetzt zerstören? Oder auch nicht. Schade. Dann halt nicht. Oh, sie ist auch von unserem Laser jetzt schon zerstört worden. Also ist alles im Lot. Alles im Lot. So, der kann jetzt aber den zerstören. Oder auch nicht. Jäger, alle Jäger. Zerstört den Druidenträger. So, können wir auch schon speeden. Ach, die ziehen sich schon zurück. Dann sage ich mal GG und Tschüss Flotte des Gegners. So, oh, wir haben 8 Akklimatikplätze verloren. Heftig. So, Alderaan muss neu aufgebaut werden. Wo kommen die eigentlich von Alderaan rüber noch? Trandosha. Müsste jetzt eigentlich auch noch Roach und den Schlund wieder einnehmen, um da eine kleine Sperre. Ne. Das ist das Loch. Das ist der Schlund. Es gibt einen Raum, der heißt einfach nur das Loch. So ist der. Naja. Was haben die Hunden eigentlich noch alles? Jede Menge Kacke. Ich finde den Planeten so geil, wo sie einfach nur 17 Step-Druiden drauf haben. Ja, ist schon Hammer. Bauen wir mal ein paar Akklimatorkreuze, denn wir haben ja einige verloren. Natürlich auf Planeten, wo keine Raumstation gebaut wird. So. Dann wollte ich eigentlich unsere Planeten mal besser machen. Mon Calamari. Der greift Mon Calamari an. Wir haben eine Raumstationsstufe 3. Ich hab mir aber noch nicht großartig drum gekümmert, um den Planeten sehe ich. Ups. Eigentlich ein Hauptplanet von mir. Da man auf den Naturkreuz drauf bauen können. Ist aber noch nicht befreit, weil die Gegner hier noch rundum sind. Ich finde es ja recht interessant, dass weder Lurkhals noch Providence-Kreuzer dabei sind. Haben wir die etwa jetzt schon so stark reduziert, dass sie keine nachproduzieren? Oder noch können. Naja. Wir haben eine kleine Unterstützungsflotte schon mal da. Finde ich schon prima. So, dann müssen jetzt die Gegner nur noch raufkommen. Dann höre ich auch. Dann machen wir wieder Normalland. So, wo sind denn die bösen Leute? Da kommen die ersten Jäger. Und da kommen auch die ersten Jäger. Aber wo kommen die ersten Bomber? Das ist die Kernfrage. Wo kommen die ersten Bomber? Natürlich normal von der Front. Wo sollen sie sonst sein? Ihr seht, die Bastille machen Damage an unseren Korvetten da. Da kommen die ersten größeren Schiffe. Was haben wir denn oben schon? Da haben wir auch wieder einiges bekommen. Können aber keine Batterien zur Abwehr bekommen. Aber unseren Schaden der Raumstation erledigen. Da stirbt mal den Arm drüber, der kommt nicht mehr weg. So, das wäre die erste Stadt. Da kommen die bösen Buben, die sich Bomber schimpfen. So.
So, wo sollen wir denn noch? Schilde aktivieren und zerstörst. Zerstörst du eigentlich alles zerstören. Solange hier oben keine Bomber sind, ist mir das egal, was so spüren können, ist denn hier am Stadion. Ist natürlich hier alles kommt, ist natürlich auch sehr faszinierend, ja, die nur die ganzen Requisite, Destroyer, Zerstörer gebaut, um mich hier anzugreifen zu wollen. Und ein paar Druiden schiffen, weil ich habe ja keine Druiden dabei. Wir haben keinen Hangar, wo sie Druiden laden. Oder auch diese Druiden Carriers mitgenommen, um ja, Jäger zu haben. Aber es wird ihm nicht viel helfen. Offenbar. Solange der Schild aktiv ist, heißt es. Wenn der Schild aktiv ist, habe ich das gut wie gewonnen. Ohne Schild ist es wie immer los, denn Raumstation ohne Schild ist einfach nur ein Fress Kanonenfutter. Oder Laserfutter in dem Fall. Ich sehe schon, die splitten gerade ihre Bomber. Die wollen meine Schilde zerstören. Wie es immer so ist. Haben die auch schon mal was auf Bus gefolgt, auch haben sie lang gekriegt. Wir haben halt nicht so viel Credits, um das alles wieder voll reparieren. Schwieriges Wort. Reparatur. Können es vollständig reparieren. Da haben wir zu wenig Credits, haben wir müssen jetzt einfach diesen größeren Schiff draufgehen. Dann kriegen wir einiges an Knete. Wir kommen ja pro KS-Schiff, das wir abschießen, Knete. Auf diesem Planeten. Sie sind auf allen Planeten, auf bestimmten ist es. Da gibt's da gegen. Warum haben die alle kein Schild? Dann zerstören wir bei Gelegenheit mal die Hangars. Ich sehe hier schon wieder Bomber stürmen. Haben wir wieder größere Schiffe? Ja. Okay. Gleich mal hier auf den Hangar. Und ich sehe Bomber oder so. Sehe ich neue Bomber. So, dann zerstören wir mal das Schiff jetzt Ende. Es ist ein Dragon wieder gekommen. Ich würde auch eine Akamato-Kreuzer aufrufen. Will die Dragon mehr Damage machen als der Akamato. Aber der Akamato Jäger, um die Bomber zu zerstören. So viele Bomber sind jetzt auch nicht mehr da. Haben wir jetzt einige Hangars schon zerstört haben und sie dadurch nicht so viel aufbekommen. Man sieht schon, sie ziehen fast keinen Damage an den Schiff an. Mit ihren ganzen Schiffen, die sie jetzt da schon rundum haben. Sie ziehen wenig Schild ab. Darum sollte man immer schauen, dass der Hangar am Leben bleibt. Ja, der Hangar, sage ich. Der Generator. Solange der am Leben ist, ist alles in Ordnung. Da ist alles in Ordnung. So, jetzt zerstören wir die einzelnen Waffensysteme, um Schiffe zu zerstören. Da sind wieder Bomber. Ja, wir haben ja einen Klamato-Kreuz bekommen. Finde ich cool. Finde ich cool, da haben wir wieder zwei Jäger, die mir auch den Patsch helfen können. Diese Jäger-Abwehrkurve, die bringen mir jetzt natürlich nicht so viel. Oder bekomme ich mal einen Bomber? Gut, dass du dich jetzt aufgedeckt hast. Du hast noch einen Hangar, der zerstört werden muss. Die Bomber sollen sich mal um die Bomber kümmern. Wir haben kein Schild mehr. Wir haben kein Schild mehr. Wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, den Schild runter zu bürsten. Okay, das könnte jetzt härter werden. Ich habe jetzt nicht auf alle Schiffe drauf geachtet, da hat er immer viel Damage auf die Raumstation machen können. Versuchen wir mal irgendwie den Hangar am Leben zu halten und zerstören die Schiffe. Die Boote bekommen sie auf jeden Fall nicht vom Mokarabari. Ich hoffe mal, die greifen nicht allzu hart. Aber die Schiffe nehmen nicht gut. So, da haben wir noch ein Schiff, das wir mitnehmen können. Das bietet sich ja vollkommen an. Da habe ich mich doch wieder... Ach, was schildert denn ihr da hinten rum? Ja, es ist aber noch nicht verloren.
ist noch nicht verloren. Die Station lebt. Es hat noch einiges an Damages verbieten. Die kann noch. Solange die Raumstation kann, ist es noch zu gewinnen. So, der hat keine Waffensysteme mehr, der ist nicht mehr bedrohlich. Und wir haben noch immer zwei Schiffe. Das heißt, wir haben noch eine Chance zu gewinnen. Was ist das? Zerstört diese Waffensysteme. Eine nach der anderen. Okay, jetzt sehen wir sie nicht mehr. Dann machst du mit dem Auto. So, die zwei, die können jetzt hier unten aufräumen. Und zwar an diesen ganzen Kriegsschiffen. Wir haben halt wirklich keine Bomber mehr. Wir haben jetzt nur noch ein paar Jäger hier. Und halt hier eine ganze Schiffe, die sie noch haben. So, was ich auch immer dann mache, ist einzelne Schiffe erst die Waffensysteme abknallen, dann zum nächsten und die nächsten Waffensysteme abknallen. Denn mit Antrieb und Schildgenerator ist es ja keine Bedrohung mehr. Die Laserkanonen müssen zerstört werden. Los, ab die Laserkanonen zerstören. Wir sind soweit diese Point Defense kennen. Das sind jetzt zum Beispiel so Jägerabwehrkanonen. Die hatte ich auch schon mal angesprochen. Das werden sie. Ich sehe übrigens, ich glaube, volle Kanne. Ich bin auch hier mal den Part. Wir sehen uns dann in 2.